Nächster Redner, Herr Abgeordneter David Stöckmüller. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind alle Politiker und wir beschließen gerne und stellen gerne große, weltbewegende Vorhaben vor. Bei einem etwas anderen Thema würde ich auch mich jetzt wahrscheinlich hierher stellen und Ihnen allen erklären, wie groß und wie extrem wichtig diese Änderung des Meldegesetzes ist, welche weltbewegende Lösung wir auch hier gefunden haben, aber nicht heute. Denn wichtig ist diese Änderung schon, sehr wichtig sogar. Wir garantieren, dass damit trans- und intersexuelle Personen endlich auch im Melderegister als solche anerkannt werden und dementsprechend auch den Respekt bekommen, den sie auch verdienen. Das ist keine Frage von Politik oder Ideologie. Das ist einfach eine Frage der Anerkennung und der Menschenwürde. Es geht darum, für tausende österreichische Bürgerinnen und Bürger Klarheit und auch Sichtbarkeit zu schaffen. Aber meine Damen und Herren, seien wir uns ehrlich, eine solche Änderung sollte zumindest in meinen Augen absolute Routine sein. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, das Personalstandsgesetz hat sich geändert und nun passen wir die wichtigen Formulare des Staates auch dem Personenstandsregister an. Und für mich ist so eine kleine formale Änderung, noch dazu eine, die sich so vielen der Vulnerabelsten unter uns das Leben dermaßen erleichtern, etwas, das ich mir von diesem Haus auch erwarte. Ich sehe keinen Grund, wieso etwas so Selbstverständliches, so erkämpft werden musste. Und dabei richte ich auch besonders jetzt meine Augen auf die Fraktion, die sich hier herausstellt, Geschlechter- und Personenstand vermischt und überhaupt keine Ahnung hat von der Thematik. Wissenschaftsfeindlich ist, das hat sich ja nicht einmal jetzt herausgestellt. Frau Kollegin, Sie sind selber Ärztin und wissen, was Intersexualität heißt. Und nichtdestotrotz kommen Sie endlich im 21. Jahrhundert an. Die Kollegin hat es gesagt, kommen Sie an im 21. Jahrhundert. Und wenn Sie Angst davor haben, vor dieser Personengruppe, dann will ich es Ihnen erklären. Es geht nicht darum, dass man Geschlecht zu Geschlecht wechseln kann, sondern es geht darum, um Personen, um Neugeborene, die intersexuell auf die Welt kommen und entsprechend nicht einem Geschlecht zugeordnet werden. Es kann nur mit Chromosomen bestimmt werden. Da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt plötzlich, möchte mich dort eintragen oder da, sondern es muss ein Attest, ein Gesundheitsattest gebracht werden. Das ist eine Hürde, eine wesentliche Hürde für viele Menschen auch. Und da muss vorgebracht werden und gesagt werden, ich möchte, bin intersexuell. Da ist keine Willkür drinnen oder sonst was, sondern es geht um eine Gerechtigkeit, um Menschenwürde und das erwarten wir uns auch hier, dass das umgesetzt wird. Und diese Realität, die Sie mit Ihrem Widerstand auch immer wieder schaffen, liebe FPÖ, ist doch noch immer viel zu viele LGBTIQ-Personen in Österreich regelmäßig auch Diskriminierung ausgesetzt werden. Zum Teil auch Hass und Gewalt, viel zu viel. Jetzt möchte ich auch erinnern und etwas. Heute Abend, heute Nacht wurden auch in Bratislava wieder zwei Menschen erschossen vor einer schwulen Bar, vor einer LGBTIQ-Bar, eine Kellnerin angeschossen aufgrund von homosexuellen Feindlichkeit und Homofeindlichkeit. Und das ist tragisch, das ist diese Gewalt, die geschürt wird, die es nicht geben soll und darf in Österreich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist zutiefst widerwärtig und abzulehnen, dass Menschen aufgrund ihrer Sexualität noch immer Hass und Gewalt ausgesetzt werden. Und Ihre Parteien tun leider diesen Schüren. Sie helfen nicht, sondern sie spalten. Und mit dieser Neugestaltung, Herr Minister, wird das Meldegesetz künftig neben männlich und weiblich auch die Bezeichnung divers, inter, offen und keine Angabe stehen. Ein kleiner, aber auch ein wichtiger Queer-Politiker-Schritt, also mit dem wir die Politik wieder näher an der Lebensrealitäten auch der Menschen, auch der Österreicherinnen und Österreicher heranrücken. Und ich darf mich ganz besonders jetzt doch ganz kurz bedanken, auch bei den SPÖ und auch bei den NEOS, die heute auch mitgehen. Ich glaube, das zeigt doch wieder, dass gerade hier in der Community über die Parteigrenzen hinweg auch zusammengearbeitet wird, dass diese Community auch ein sichtbares Zeichen gibt, dass wir auch zusammenarbeiten. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass wir hier auch einen wichtigen Schritt für Gleichstellung, Anerkennung und Toleranz auch hier im Parlament zeigen. Vielen Dank. Applaus